Vielleicht auf eine Beerdigung, aber sonst. Und pausenlos das Tanzbein schwingt bei 40 Grad und Sonnenschein. Kleiner Tipp? Nein. Ach, Schweden ist das schönste Land der Welt, dort wo am Strand die Palmen stehen. Da will ich jetzt spazieren gehen, weil mir mein Schweden ziemlich gut gefällt. Zurück zur Story. In Schweden gehen die Uhren an, das, und ich glaube, das liegt daran, dass Mangos dort und Blumen blühen. Was ne, also, du weißt schon, auf welche Epoche der romantischen Dichtung ich mich hier beziehe. Dass Mangos dort und Blumen blühen, das macht man heute gar nicht mehr. Zur Schönheit noch das Vitamin. So alle 2-3 Jahre droht in Schweden ein Hungersnot. Ich gebe gerne meistens Reis. Was für ein Blödsinn. Ich habe Katzen. Und Katzen können das riechen. Der mag mich nicht. Den, um den scharwenzel ich jetzt mal rum. Nur hier im I hate you. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hatte mal einen Kater und der wusste, wenn ich komme, ist er besser ein Hund. Der hat original gebellt und hat mir den Schwanz gewählt. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Pollux war der Kracher. Leute, das ist doch so. Hab ich gesehen? Ja, fast! Keep at it! Gut, Junge! Leider nicht alle. Ja. Oh. Wie ist es denn jetzt mit. Ja, oder sagen wir, fragen nochmal andersrum. Gibt es einen Reim, den du nicht so machst? Ich hab Angst. Nee, gibt's nicht. Ich find die alle super. Also, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit diesem Punkrock-Klassiker-Reim Geld, Welt. Ne? Ja, ja, gut. Hausmaus auch sehr gerne genommen. Herzschmerz. Ja, ja. Ja. Also, den hast du tatsächlich mal benutzt. Ja, mit Sicherheit. Ja. Wir sind das beste Geld der Welt? Nee, da zahlt man gern sein Eintrittsgeld. Paul ist der schönste Bademeister. Ja, das läuft aber noch unter Jugendsünde, come on. Der ganze Text ist in Italien am Strand entstanden. Auch die Melodie dazu. Das hat ja einen Grund, warum wir das Lied. Das war das erste Männer sind Schweine, was wir quasi gehasst haben. Ja. Aber dann im Umkehrschluss musste natürlich unsere Website Bademeister.com heißen. Ja, eben. Also dieser Masochismus in uns. Total, aber mit Absicht. Aber du weißt schon, dass das auch wirklich. Das Menschen, der Song ist ganz schlimm. Müssen, ne? Weil ihre Kinder sich in diesen Song verlieben, ne? das ist dir klar. Ja, also, das, also deswegen Kinder ist auch genau dieses Niveau. Nicht durchgehen, wir müssen alle damit leben. Das reimt sich und es ist so wahnsinnig bundesrepublikanisch. Aber also Bückeburg und Kick reimt sich nicht, oder wie? Nee. Also aber eben doch Bückeburg. Nee, nein, Bückeburg ist nicht. Nein, ich habe das Reim schon mal aufgeschrieben. Das ist A, B, C, D, B, C. Also Bückeburg und Kick reimt sich nicht, sorry. Aber es reimt sich. Ich finde, es reimt sich genug. Es reimt sich, nee, nee, es keiner kann dir was erzählen. Du weißt genau, was los ist. Du weißt immer Bescheid, was wo abgeht. Was unter anderem daran lähen, dass Bückeburg nicht groß ist und alles vorher in der Zeitung steht. Ist doch genau, wie ich gesagt habe. Das ist alles falsch. Naja, jedenfalls, war das Absicht? Was war Absicht? Dass man sich amüsiert über die Figur. Nee, man soll die Situation schon wiedererkennen. Mhm. Weil es ist ja so, die Eltern wollen unser Bestes und manchmal verbergen sie es ganz schön geschickt. Und das Beste in ihrer Generation ist ja nicht notwendigerweise das Beste in der heutigen Zeit. Und wenn dann so völlig verschiedene Maßstäbe und Welten aufeinander prallen, der Musiker, also nicht der Jazzrock-Musiker vielleicht, aber der Punk-Musiker hat das Problem, die Geschichte, die er erzählen will, dauert 3 Minuten. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber auf dem Album, Ralfi hatte langes Haar, das sind fast 5 Minuten. Ja, das ist aber die Ausnahme, die Regel ist Pi mal Daumen 3 Minuten. Und du musst eine überzeugende Geschichte erzählen. Musst du nicht, du kannst ja einfach nur singen, zum Beispiel, ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig normal. Und dann singst du das halt 20 Mal, ist der Text auch fertig. Aber das kannst du nicht immer bringen. Ja? Das kannst du so einmal bringen, vielleicht zweimal, aber also die ganze Karriere würde ich jetzt nicht darauf aufbauen. Und also in diesem 3-Minuten-Format, das heißt, du hast eine Geschichte im Idealfall, die du erzählen willst. Wir haben ja früher ganz viele Geschichten immer erzählt. Das kleine Kind, es spielt im Garten. Weil Kativo reitet einsam durch den Land. Ja, und einsam. Dass die sich auch nicht begegnet sind, weil waren ja beide einsam. Wären sie ja zusammen. Mit Jurischen, ich bin einsam, okay. Und du hast halt diese 3 Minuten und das hat dir, glaube ich, gut gefallen vorhin, dieses, dass du dann die Geschichte ausdünnen musst.
Also es muss noch gerade so viel stehen bleiben, dass die Geschichte nachvollziehbar und erkennbar ist. Deswegen, ich fand die, ich glaube, es ist die Albumversion mit Ein kleines Haus, Amerikas Westen, blablabla, eine besorgte Mutter. Das habe ich so beim Mikro-Soundcheck gesagt. Und Mirko wollte das unbedingt auf dem Album haben. Ich finde, das ist schwächer. Weil der Text sollte sich eigentlich komplett selbst erklären, dass man halt am Anfang gar nicht weiß, wer spricht denn da, so ein Junge. Warum hast du nichts gelernt? Ja, und das ist halt, ich mag es halt, wenn man selber die Schlüsse zieht. Also mein Lieblingsbeispiel dafür, um das zu illustrieren, ist Hitchcock, die berühmte Shower-Szene.